herzlich willkommen bei Ich kann das nochmal schnell von außen zeigen. So habe ich da gestern definitiv trocken drin schlafen können. Und während es hier in Strömen geregnet hat, habe ich da drin gelegen und habe gemalt und habe einfach das Leben gefeiert. Jetzt passiert mir das hier schon wieder, dass ich denke, wo ist die Hängematte? Da ist die Hängematte. So, und da setze ich mich jetzt mal für den nächsten Take rein. Heute bin ich nochmal einfach ganz alleine hier im Dschungelcamp. Beziehungsweise es kann sein, dass nachher noch Besuch kommt. Da freue ich mich dann auch drüber. Melli kümmert sich heute um ein paar andere Sachen, die vor allen Dingen mit der Floatology zu tun haben. Dass wir den Verein angemeldet bekommen, respektive gucken, wie wir das überbrückt bekommen, bis wir das so haben. Weil die Floatology ja auch irgendwie mit aus dem Grund gegründet wurde, so ein bisschen Unterstützung für unsere Projekte auch zu bekommen. Und andere Projekte, die wir unterstützenswert finden, dann halt auch eben unterstützen zu können. Und da hätten wir halt dann auch ganz gerne ein offizielles Vereinskonto für und sowas alles. Das würde aber alles jetzt noch so ein bisschen dauern. Deswegen habe ich da bisher noch überhaupt gar nicht groß drüber gesprochen. Aber wenn uns jemand unterstützen möchte, geht einfach mal auf die floatology.net. Und dann könnt ihr euch das hier einfach nochmal durchlesen. Und wenn euch das gefällt und ihr sagt, cool, da sind wir dabei, dann besteht halt eben einfach die Möglichkeit, eine der Ehrenguru-Mitgliedschaften zu erwerben. Und in dem Fall schreibt ihr mich bitte in dem Moment einfach via PN mal an. Und dann gebe ich euch einfach meine Kontonummer. Weil im Moment können wir tatsächlich, also wir schauen, wie wir das hinbekommen. Einfach gerade mal ein Wohnmobil zur Verfügung zu bekommen. Wie gesagt, das muss gar nicht mal unbedingt unseres sein, wobei es für mich halt eben sehr cool wäre, wenn ich es längerfristig nutzen könnte, weil ich halt eben sehr gerne einfach nach 2 Jahren auch endlich nochmal einfach ein eigenes Zuhause hätte. Und ich bin auch gern bereit, das zu bezahlen, das ist gar keine Frage. Trotzdem kann man natürlich jede Hilfe gerade brauchen, um den notfalls nötigen Betrag zusammenzubekommen. Und dann werden wir auf Tour gehen, auf Ubuntu, und halt eben schauen, dass wir Projekte und Leute besuchen fahren, die wir dann vorstellen können und diese Show halt eben weitermachen können. Also Show im Sinn jetzt von nicht eben nicht gestellt, ne? Das ist die Plotänderung, die wir gestern gemacht haben, sondern Show im Sinn von zeigen. Zeigen wie Demonstration. Ja? Wir wollen diese Demonstration einfach weitermachen. Sollen ja auch möglichst viele Leute was davon haben. Und in dem Sinn möchte ich euch gerade einfach nochmal die Floatology ans Herz legen, die bitte als das zu verstehen ist, was sie ist, nämlich eine Spaßsekte. Ja, nicht zu ernst nehmen bitte das Ganze. Es ist Teil einer ernstzunehmenden Comedy-Show. Die gegründet wurde, um halt eben uns allen einfach ein kleines bisschen unter die Arme zu greifen. Nicht nur Melli und mir, sondern darüber, was darüber hinausgeht, wenn was reinkommt, halt eben ganz andere Projekte auch noch finanzieren zu können. Und dafür sorgen, dass Leute, die gerade wirklich Alternativen umsetzen, das auch ein wenig leichter haben. Und die dann halt auch eben zeigen und gucken, was wir machen können, damit wir alle vorankommen. Alles voll Blätter hier. Ich habe gedacht, es wäre alles voll Wasser.
nach dem Regen, aber es ist Kunstleder, es entpuppt sich als extrem Wasser. Fest? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Zu diesem Sofa ein paar Worte. Und damit eingehend auf einige Kommentare, die unter den letzten Videos standen, von wegen, ja, das ist ja alles, was hat das mit Survival zu tun? Wir haben hier nicht in Anspruch gestellt, hier irgendwie ein Survival-Ding zu machen. Der Anspruch ist hier, mit dem zu arbeiten, was wir haben. Und was das angeht, kann ich sagen, für all das, was ich hier gerade zur Verfügung habe, brauchte ich bis jetzt noch nicht einen einzigen Cent zu vergeuden. Es ist immer noch so, dass ich halt jetzt alles Geld, was ich gerade habe, quasi für das Wohnmobil sparen kann. Und deswegen arbeite ich mit dem, was zur Verfügung steht. Und dieses Sofa hier, das hätte eigentlich auf Müll landen sollen. Und genau da wird es auch am Ende des Dschungelcamps landen. Das ist alles schon soweit geregelt. Derjenige mit dem großen LKW kommt wieder oder mit dem großen Van, mit dem er das auch gebracht hat. Ansonsten halt zur Müllkippe gebracht hätte. Und bevor ich hier mit der Melli los und weg bin, sorgen wir dafür, dass das auf den Müll geht. Das heißt, hier wird am Ende alles wieder genau so aussehen, wie ich es vorgefunden habe. Das ist bei meinen Projekten sowieso nach Möglichkeit immer wieder, wenn ich sie denn zu Ende bringen kann. Ne, auf der Bäckerfinca konnte ich das zum Beispiel leider nicht. Da ist ein ganzer Haufen von meinem Zeug da geblieben und dann auf dem Müll gelandet, was mitunter für mich dramatisch bis tragisch ist, weil da teilweise für mich noch wichtige Sachen dabei waren. Was aber nicht schlimm ist, ne, alles was weg ist, kann man meistens irgendwie ersetzen, bis auf zum Beispiel jetzt meine Festplatte mit den alten Daten drauf. Die sind futsch, aber macht man halt Neues. Ne? Was ich gerne, und dafür habe ich den Take hier gerade eigentlich gemacht, gerade mal so ein bisschen thematisieren wollte, waren ein paar Gedanken, die der Eigi eben am Telefon geäußert hat. Eigi, ihr erinnert euch, der aus 2020, der mit dem Boot und der Katie, und der rief mich eben und sagte, Bauchi, irgendwie ist das gerade alles so, als würden die Leute, als wären die auf LSD oder Pilzen. Und da ist was dran. Tatsächlich ist das so, dass man mit LSD oder Pilzen tatsächlich, das wird wohl kaum irgendjemand da widersprechen können, sich in eine andere Schwingung begibt. So, wenn man jetzt weder das eine noch das andere übertreibt, sondern nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt konsumiert, dann hat man eben nämlich nicht diese Vergiftungserscheinungen, von denen da meistens gesprochen wird, sondern sowohl Pilze als auch LSD schaffen vor allen Dingen bei richtiger Dosierung einen sehr konzentrierten, klaren Verstand. Und dem Thomas ist das aufgefallen, weil letzte Woche dieser eine Tag war, wo auf einmal tausende Leute von der ganzen Welt die krassesten Wolkenbilder gepostet haben. Da war ein Tag, da war der Himmel auf der ganzen Welt anscheinend bemerkenswert. Ich habe selber auch ein Wolkenfoto hochgeladen, weil das da wie eine Krone vor mir saß. An der ganzen Sache könnte was dran sein. Und wir sprachen eben darüber, dass das für viele Leute gerade sehr irritierend sein kann, die vor allen Dingen keine Erfahrung haben mit LSD oder psychoaktiven Pilzen, für die der Zustand völlig neu ist, die aber gerade, weil der ganze Planet irgendwie seine Schwingung anhebt, in genau dieser Schwingung landen, in der man da tatsächlich auf einmal 3 Stunden vor einer Blume sitzt und sagt, die könnte ich mir den ganzen Tag angucken. In der man voll konzentriert ist auf das, was man gerade vor der Nase hat. Wir werden wie Kinder, die sich nicht auf das konzentrieren, worauf sie sich konzentrieren sollen, sondern was sie wirklich interessiert. Sollte euch sowas gerade passieren, dass ihr in irgendeinem anderen Zustand landet, dann seid bitte nicht allzu irritiert. Das wird sich
definitiv normalisieren. Ihr werdet euch daran gewöhnen. Das ist der Zustand, auf den wir eigentlich die ganze Zeit hin sind. Dass wir uns auf das konzentrieren können, was uns wirklich interessiert. Und weniger abgelenkt sind von irgendwelchen Sachen, mit denen wir uns beschäftigen, weil andere uns erzählen, dass das jetzt aber wichtig und interessant und was, keine Ahnung, wie oft bin ich angemacht worden, weil ich angeblich politisch desinteressiert bin und richtig angegangen dafür, als wäre ich ein Aussätziger, wo ich einfach sage, hey, da bin ich gerne ein Aussätziger, weil die Politik interessiert mich tatsächlich einen Scheißdreck, weil das hat nichts mit mir zu tun. Und wo wir gerade bei der Politik sind, da scheint das auch nicht dran vorbeizugehen. Wenn man sich anguckt, was die Politiker gerade für abstruseste Dinge, was die von sich geben, nicht nur Sachen, die so das ganze Land verhängen, wo dann jeder irgendwie mit parat kommen muss, sondern wenn man sich auch anhört, wenn die teilweise, ob das jetzt ein Bill Gates ist, der da eine Viertelstunde vor einer Kamera sitzt und völlig zusammenhangsloses Zeug von sich gibt, oder ob das ein Spahn ist, der sich in einem Satz selbst widerspricht, Sachen von sich gibt, die überhaupt keinen Sinn ergeben, die fernab von jeder Logik sind, scheint das an denen auch nicht vorbeizugehen. Die scheinen gerade genauso wie auf LSD oder Pilzen zu sein. Beobachtet es einfach mal. Das hier ist gerade nichts weiter als ein Aufruf zur Beobachtung dieser Dinge, weil es sein könnte, dass es sehr hilfreich ist, sie zu beobachten, weil sie tatsächlich gerade passieren und viele Leute sie auch gerade wahrnehmen, damit wir ein bisschen Klarheit darüber bekommen, was da genau gerade passiert. Und für mich ist das einfach dieser Schwingungsanstieg. Ne? Wie oft haben wir gesagt, hey, für diese ganzen Sachen braucht man eigentlich keine Drogen. Nee, braucht man auch nicht. Man kann tatsächlich diese Schwingungen in sich selber schaffen. Das funktioniert aber nicht, wenn man die ganze Zeit abgelenkt ist und das Leben lebt, das man leben soll. Da ist man fernab davon. Und ich glaube, das hat im Moment auch einfach sehr damit zu tun, dass gerade immer mehr Leute offensichtlich den Mainstream-Medien und dieser Show, die wirklich gestellte Show ist, wo wirklich nur, wo ihr gezeigt bekommt, was ihr sehen sollt und nicht das, was wirklich passiert. Also, ne, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Dass immer mehr Leute den Konsum dieser Mainstream-Medien aufhören und dadurch automatisch weniger abgelenkt sind, automatisch viel mehr sich auf das konzentrieren können, was vor ihrer Nase ist und was sie wirklich interessiert. Und dadurch quasi dieses Gefühl bekommen, das man normalerweise auf LSD oder Pilzen bekommt, wenn man es nicht überdosiert. Also das ist nochmal wieder was ganz anderes. Also das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Das habe ich auch persönlich noch nie getan. Ich habe weder auf LSD noch auf Pilzen jemals irgendwelche Halluzinationen gehabt. Klein bisschen Optics, aber auch nicht wirklich viel, sondern vor allen Dingen diesen geschärften Blick für das, was gerade eigentlich vor meiner Nase passiert. Und der kommt zurück, automatisch, ohne Drogen. Beobachte es einfach mal. Ich glaube, es ist eine sehr interessante Sache. Dschungelprüfung werde ich heute an dieser Stelle ausfallen lassen, im Sinn von, ich mache jetzt nicht extra einen Take für irgendwas. Aber das wäre eine Prüfung, die wir alle zusammen gerade mal angehen können, diese Dinge zu beobachten. Und ich lade herzlich dazu ein, in den Kommentarfunktionen einfach mal eure Beobachtungen, Gedanken aufzuschreiben, weil ich glaube, dass uns ein sehr, sehr interessantes Thema gerade sein könnten, weil das gerade sehr viele Leute betrifft. Weil ich habe das gerade nicht vom Eigi nur mitbekommen, ich bekomme das gerade an allen Ecken und Enden mit, dass sich bei den Leuten was im Bewusstseinszustand ändert. Ne, und je mehr wir darüber reden, desto mehr Klarheit kommt darüber und die wird uns helfen, nicht bekloppt zu werden. Bekloppt waren wir lange genug, wo wir anderen Leuten hinterhergelaufen sind. In diesem Sinne, habt euch lieb, geht in Frieden dahin, wo ihr gehen möchtet und lebt die Liebe, den Frieden, die Ruhe. Und dann ist das automatisch das, was ihr erleben werdet. Und automatisch seid ihr in einer anderen Schwingung, automatisch seid ihr in einer anderen Welt. Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Wir sind eigentlich längst im Paradies. Solange wir das nur aber nicht sehen,
können wir es nicht wahrnehmen. Wird, glaube ich, einfach langsam Zeit für diesen Perspektivwechsel. Der wird uns allen sehr viel helfen. Tschüss! Wir haben noch einen Schiffstag.